Es war einmal Hansens Trine. Hansens Trine war faul und wollte nichts tun. Darum sprach sie zu sich selber: Was tue ich? Ess ich oder schlaf ich oder arbeite ich? Ach, ich will erst essen. Als sie sich dick und satt gegessen hatte, sprach sie wieder: Was tue ich? Arbeite ich oder schlaf ich? Ach, ich will erst ein bisschen schlafen. Dann legte sie sich hin und schlief. Und als sie aufwachte, war es Nacht und sie konnte nicht zur Arbeit gehen. Eines Nachmittags kam Hans nach Hause. Er fand Trine wieder schlafend im Zimmer liegen. Darum nahm er sein Messer und schnitt ihr den Rock bis zu den Knien ab. Trine wachte auf und gedacht: Nun willst du zur Arbeit gehen. Wie sie aber hinauskommt und sieht, dass der Rock so kurz ist, erschrickt sie. Trine wird irr, ob sie auch wirklich die Trine ist, und spricht zu sich selber: Bin ich es oder bin ich es nicht? Aber sie weiß nicht, was sie darauf antworten soll, steht eine Weile zweifelnd da und schließlich denkt sie: Du willst nach Hause gehen und fragen, ob du es bist. Die werden es schon wissen. Also geht sie wieder zurück. Trine klopft ans Fenster und ruft hinein: Ist Hansens Trine drinnen? Die anderen antworten, wie sie meinten: Ja, die liegt in der Kammer und schläft. Nun, dann bin ich es nicht, sagt die Trine vergnügt, geht zum Dorf hinaus und kommt nicht wieder. Und Hans war die Trine los. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie heute noch.